Hey und willkommen zurück zu einem meiner Part von Abenteuer. Und zwar, ich gehe nochmal auf die Karte. Ist jetzt Zeit, den letzten Scheiß, den es hier noch zu erkunden gilt, also die restlichen Wassergebiete, jetzt wo ich den Gravity Suit habe und eben den Ice Beam, zu Ende zu erkunden. Und wie man sieht, ist die Auswahl an erkundbarem Scheiß. Oh. Wie mache ich denn das Moment? Hey, da hier ist ja noch massig Scheißdreck zu erkunden. Ich hätte gar nicht gedacht, dass noch so viel ist. Wow. Hier sind Missiles. Aber hier geht's noch weiter. Ich bin gerade etwas verwirrt hier oben. Okay, Moment. Moment. Wie? Moment. Hier? Nee. Ich muss hier echt durch dann. Ich muss da echt ganz normal hochspringen. Wow. Okay, das wird dumm jetzt. Jetzt kommen wieder so Tricksereien. Die habe ich ja ganz besonders lieb. Oh, dumm. Ach komm, langer mit dem scheiß Controller, ey. Das gibt's doch nicht. Geht doch. Alter, was ist denn das hier da für ein Raum? Die ganz komischen Trickräume da mit den Stacheln, wo du aber ultra viel Platz hast. Oh, Moment, hier geht's lang. Ich bin überhaupt keine Gefahr da. Alter, es ist hell. Aha. Okay, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am 6. Das kann ich niemals in der Geschwindigkeit sehen, wie ich es müsste. Ich tippe mal auf 4. Wow. Nice. Ah, oh, fuck. So viel zum Thema Aua. Ja, ist gut. Was soll man? Der scheiß abgefuckte Controller ist so kaputt irgendwie. Ups. Oh. Nice. Die Frage ist jetzt aber, sind es alle Energietanks? Da kommt dann noch eine Doppelreihe. Wahrscheinlich nicht. Dann hätte ich jetzt alle Energietanks. Krass, kann es sein jetzt schon? Da muss ja auch eigentlich noch ein Haufen kommen. Da sind noch 14 Metroids. Oh, shit, Samus, was machst du? 14 Metroids. Die auf mich warten. Die Frage ist jetzt, wie soll ich denn das machen? Ich kann mich hier ja auch nicht festhalten. Nee. Wie soll ich denn das machen? Ach, bin ich dumm. Ja, wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, ey. Ach, du Dummheit. Heute wurde ich wieder geküsst von der größten Dummheit meines Lebens. Naja. Gut. Der eine Gang draußen noch, die zwei Items und der lilane Raum. Und ich glaube, der lilane Raum ist das nächste, was ich jetzt besuche. Die letzten zwei Abkürzungen wahrscheinlich noch mehr anzugucken, weil ich denke, das sind jetzt nur noch Abkürzungen, weil wir haben ja den Gravity Suit im letzten Part bekommen schon durch so ein Ding. Also ich bezweifle, dass da noch irgendwas großartig ist. Aber geil, da hat das alles sehr schön zusammenhängt und gut überdacht gemacht. Also Respekt. Die sechs Jahre, wo er daran rumgebastelt hat, die merkt man. Man merkt die 6 Jahre, wo er gebastelt hat, man merkt die Liebe, man merkt die Ideen. Geh weg. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut. Also wie gesagt, ich kann den Spruch hat nicht. Wie war's? Hat nicht. Sag's mir. Ja. Jetzt fällt mir auch der Spruch gerade wieder ein, hat nicht die Qualität eines normalen Metroids. Habt ihr so einen Scheiß schon mal in einem normalen Metroid gesehen, dass ein Vieh im Wasser einfriert, das geht hoch, das schön an die Oberfläche? Wahrscheinlich nicht, weil ich hab's auch noch nicht gesehen, ich habe jedes Metroid gespielt und ich bin, versteht den Spruch nicht, es kommt an die Qualität von einem normalen Metroid nicht ran. Doch. Doch. Der Scheiß hier ist verdammt gut. Verdammt gut, aber. Ups. Die gefrieren nur voll zu Boden. Guck mal. Was ist das?
Von wegen kommt dann die Qualität dran. Alter. Ich mag das Geräusch. Ah. Geil. Das war das Gebiet vor den Supermissiles. Ah, das fühlt sich alles schon so lang oder so weit weg an. Dabei ist es noch gar nicht so lang her. Das ist alles noch gar nicht so lang her. Ich weiß auch, wo ich den ersten Metroid da gekillt habe. Das fühlt sich so weit weg an, dabei sind es gerade mal 4 Stunden. Spielzeit jedenfalls. Ich spiele jetzt seit über einer Woche. Und das fühlt sich alles so fern an schon. Komisch, ey. Aber es war... Bis jetzt war es ein geiles Abenteuer. Bis jetzt hatte ich echt ordentlich viel Spaß. Also ich bin richtig happy. Ich bin richtig happy mit dem Spiel. Und ich bin auch richtig happy mit dem, was ich erlebt habe. Ja, das Ding ist abgeschlossen. Es geht nach unten. Das wird wahrscheinlich dann in das Gebiet sein, wo ich noch nicht war. Tipp ich jetzt mal so ganz, ganz fresh. Ach, guck. Ganz am Anfang, ja. Ganz am Anfang. Wo alles noch so richtig Shoso-mäßig, Zero-Mission-mäßig aussieht. Geil. Ja, das Spiel ist schon geil designt. Hat schon ein paar richtig geile Ideen mit dem typischen Oldschool-Gegnern. Geil. Jetzt hat man auch für die Backtracking-Aktion, die man irgendwann mal wahrscheinlich mal durchführen müsste oder will oder tut, eine Schnellreisefunktion. Top. Da hat er alles gedacht. Da hat die ganzen Fehlerschen, muss man wirklich als Fehlerschen betrachten, wo Metroid über die Jahre hatte, ausgebessert. Geil. Geil. Ist einfach ein geiles Spiel. Ich bin mehr als positiv überrascht. Ich bin beeindruckt. Und bin echt hin und weg für das. Das Spiel war top. Also das werde ich in meinem Leben noch öfter spielen. Auf alle Fälle. Meiner Meinung nach wahrscheinlich einer von den gelungensten Mods, wo ich in meinem Leben gespielt habe. Und ich habe eigentlich relativ viel Mods gespielt, wo halt einfach scheiße waren. Ich meine jetzt nicht Metroid Mods im Allgemeinen, sondern Mods einfach. Spielmods oder eigene Spiele und sowas. Der einzigste Mod, wo mir echt immer gut Laune gemacht hat, war Brutal Doom. Das fand ich mega. Und jetzt eben das Spiel hier. Das Spiel rockt auch richtig hart. Bei manchen von den Leuten, also ich sag's wieder wie am Anfang, ich bin echt enttäuscht, dass Nintendo nicht gesagt hat, ey, pass auf, das Spiel hau mir beim eShop raus, du kriegst 30, wir kriegen 70 und du schaffst aber für uns in Zukunft. Das wäre für alle einfach so viel besser gewesen. Das wäre so gut gewesen. So gut. Ich versteh's nicht. Ernsthaft. Was für eine Verschwendung. Also der schafft jetzt echt in der Videospielindustrie. Irgendjemand hat ihn eingestellt. Ich bin mir aber gerade immer sicher, wer das war. Aber irgendjemand hat genau gerafft. Oh, der Typ lange. Der weiß, was er macht. Warum krumm? Ey, der Shit-Controller. Alter. Mit diesem Abfuck von einem fucking Xbox-Controller kannst du keine gescheiten Spiele spielen. Du kannst nur Müll mit dem Xbox-Controller spielen. So wie es halt bei der Xbox auch ist, kannst du nur Müll spielen, weil es nur Müll auf der Xbox gibt. Und ich krieg den scheiß Rotz da jetzt nicht hin, weil sich mein scheiß Steuerkreuz so übel wert gerade. Jetzt mach doch mal, was zur Hölle? Alter, brauche ich jetzt 2 Hände für das Steuerkreuz auf einmal, komm. Echt? Wo fliege ich hin? Irgendwo hin. Aus mir spricht das Entsetzen. Wie kann denn das sein? Wie kann dann das sein? Guck mal, ob hier noch irgendwie so ein paar Überraschungs... Was ist denn hier los? Okay. Überraschungsbosse kommen so. Überraschungs... Ridley oder sowas. Das ist ja cool. Überraschungs-Crate. Oh. Warum sind hier so Wasserdinger? Falls sich irgendeiner durch die Lava bisher durchboxen, dann doch nicht weiter kann oder was? Ach komm. Warum sollte hier... Es ist alles immer so schön überdacht und clever gemacht und hier ist das Wasserzeug. Ja, natürlich, hier. Bei allen Orten, wo es sein könnte, hier ist es. Oh. Hä? Okay. Man kann es raussuchen, wo man lang geht?
Wenn er meint, hier ist eine Speicherplattform. Hier. Was kommt da jetzt, ein Omega Metroid oder was? Und jetzt sind wir auch dort bei dem blauen Durchgang, wo ich mich anfangs gewundert habe, ob ich was verpasst habe und dann gedacht habe, ey, das ist wahrscheinlich einfach nur, da läuft da im Hintergrund vorbei. Deswegen ist es da auf der Karte angezeigt. Und es ist auch so, läuft jetzt im Hintergrund vorbei. Da ist die Röhre, wo ich runtergefahren bin mit dem Fahrstuhl. Im Hintergrund tanze ich ein bisschen rum. Schade, dass ich da nicht mehr hin kann in das Gebiet. Es war geil, es war richtig geil. Mit der Katze, wo ich durch die Tür durchgeflogen bin und so eine Kacke, ey. Echt, also. Was passiert? Das war mega. Da kann ja gar nichts passieren. Scheiß auf die Lava, hä? Scheiß auf die Lava. Samus ist zum Schluss immer so krass OP einfach. So unbesiegbar, übel brutal. Wie viele Metroids? 14 Stück noch insgesamt. 14 Stück ist eine relativ große Zahl. Wir haben immer noch keine Omega-Metroids gesehen. Also ich tippe mal drauf, dass wir jetzt in das Gebiet kommen, wo eben Omega bis zum Abkacken kommt. So richtige Omega-Fettsäuren und sowas. Lecker, lecker. Wie ist der komische Pudding immer? Der Quark oder was das war, wo das Zeug drin war? Mit Omega-Fettsäuren. Gut für den Magen, damit man kein Dünnschiss mehr kriegt. Geil. Ich könnte jetzt einfach weiter. Aber das will ich nicht. Ich weiß nämlich ganz genau, wo wir sind. So kartentechnisch, ich hab's im Kopf. Ich hab Metroid 2 relativ oft gespielt, ich weiß, was jetzt kommt. Kommt die Szene, ja, genau, wo du mal um die Dinger rumlaufen kommst. Ein Metroid, ja, du kommst jetzt in ein Gebiet. Genau, links und rechts. Du kannst dich jetzt entscheiden, ey, will ich links, will ich rechts lang? Will ich rechts lang? Macht keinen Unterschied. Du musst ja eh zweimal lang laufen. Und zwar, ich bin mir nicht sicher, was soll ich sagen? Eigentlich ist egal, ich denke, die Leute, die das gucken, die kennen Metroid 2 oder kennen das Spiel. Aber ich sag's jetzt nicht, ich sag's jetzt einfach nicht. Hä? Moment. Aber, hey, Moment mal. Bin ich denn irgendwie falsch? Muss dann eigentlich ein anderer kommen? Kam dann danach? So viel zum Thema, ich hab Metroid oft gespielt. Geil, ich bin so toll. Warum sieht das so komisch aus hier? Was ist das? Nix. Nix. Wie es abgeht, man. Ah, die Lava. Hä? Moment, die. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber normalerweise müsste die Lava jetzt gestiegen sein. Normalerweise müsste die Lava jetzt gestiegen sein. Ja, genau. Ah, also doch. Und jetzt hat man ja wieder nur eine Chance, weiterzugehen, eigentlich. Noch ein Metroid. Hey, komisch. Was macht man? Man läuft natürlich wieder außen rum, kommt nochmal dorthin. Jetzt, da war, ich könnte schwören, dass da im Original nicht noch ein Metroid war, aber ich weiß es auch nicht mehr. Meine Erinnerung ist eh nie die beste. Was ist denn hier los? Der Klotz, den ich so auffällig fand, ist auf einmal unten. Okay, sie haben es doch ein bisschen geändert. Interessant. Wo führt es hin? Dies? Ja, dich habe ich schon irgendwo erwartet, aber ich habe nicht erwartet, dass hier erstens mal noch Föderationssoldaten sind. So, muss ich einfrieren oder was? So Fusion Style? Nö. Und auch nicht, dass da irgendwie Anthony mit rumrennt mit seiner Plasma-Knarre aus Otter. Sein Rücken geht auf. Anthony, nein! Warum sind hier noch Föderation. Auch noch so tief? Warum sollten die hier sein? Aua, sieht aus wie so ein wütendes, wie eine wütende Ratte oder so sieht das Vieh aus. Aber ich check wie immer nicht, was ich machen muss. Eben habe ich getroffen, eben. Was ist das denn eine Scheiße, Moment mal. Ich muss ihm irgendwie den Wampen schießen, aber irgendwie ist das kacke. Du triffst ihn ja gar nicht richtig. Ups, fuck nein, Alter, das wollte ich nicht. Ah, wie dumm.
kommst aber halt auch nicht richtig hin, wenn du zu weit nach hinten gehst, damit dich das Feuer nicht trifft, dann fährt die Kamera weg. Ich kannst du sicher, wo du hinschießt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich mit dem machen soll, irgendwie. Okay, der hat mich festgebracht, ich kann nichts mehr machen. Hilfe! Alter, läuft immer weg, wenn du zu weit in der Ecke bist, läuft er weg. Das ist sehr fair, außer vorhin hat er sich irgendwie gedacht, nee, mach ich nicht. Vorhin ist er einfach weiter auf dem Schloss. So wie jetzt zum Beispiel, da kann ich ja gar nichts machen. Kann ich überhaupt nichts machen. Du triffst ihn auch nicht richtig, obwohl du ihn triffst, das ist ganz komisch irgendwie. Ich bin mir nicht sicher, was ich mit dem anstellen soll. Wie man den eigentlich richtig besiegen soll. Hab ich keine Idee. Hält auch einen Haufen unendlich viel aus irgendwie. Komisch. Ich treffe ihn auch, aber irgendwie zählt's nicht. Ist ganz komisch. Hat sich gesehen, muss man anscheinend immer drauf warten, dass er. Ja, hallo? Ja, cool. Jetzt muss ich gehen, toll. Hat sich gesehen, muss man anscheinend immer warten, dass er eben Ding. Das Feuer macht, damit man ihn abschießen kann, richtig. Ja, jetzt habe ich alles verschwendet an Munition. Hm. Ach, guck. Scanning Environment Log Entry Update. Rescue Team. The Search and Rescue Team was an elite combat group consisting of heavily armed soldiers. Haben wir gesehen? The mission locate and extract any surviving personnel from the missing research team. Ach guck, die haben die rausgeholt. Faire, gute Sache, sehr schön. There are no survivors. Search and rescue team. Ja, ich hab's gemerkt. Erstens mal jetzt wieder. Mini-Laptop, cool. Was zum. Ach guck, yay, toll. 16 Super Missiles. Großartig. Erstens mal, wie zur Hölle sind die hier drin gestorben? Ich meine, der Omega Matcher konnte hier schlecht rein. Zweitens, schade, dass sie alle verreckt sind. Drittens, wie zur Hölle sind die hierher gekommen? Mitten im Arsch vom Planeten sind die. Wie sind die hergekommen? Sind die irgendwie aus dem Tunnel von da hinten hergelaufen oder was? Oder wie kommt die immer hier überall her? Warum haben die immer alle so überhaupt gar keine Probleme, irgendwo hinzukommen? Und ich muss mich mit so Typen da rumschlagen die ganze Zeit. Man kommt nicht mehr zurück. Ich kann nicht speichern. Ich kann nicht speichern und ich habe keine Munition mehr. Was hat er an sich dabei gedacht? Der letzte Speicherpunkt liegt ewig weit zurück. Kann ich irgendwie einen Quicksave machen? Wahrscheinlich nicht, hä? Und kann ich höchstens vom letzten Spielstand nochmal restarten. Jetzt kann ich dann nochmal den ganzen Weg laufen. Wie dumm. Warum solltest du sowas machen? Ja, dann kann ich hier jetzt auch ausmachen, weil das bringt eh nichts, weil ich. Das Einzige, was ich probieren. Ne, wenn ich sterbe, ist ja Ding. Bin ich eh wieder am Anfang. Komm mal her. Ups, bin hier falsch. So, du Depp, komm mal her. Lass mich mal in den Schrein rennen. Hat sie das ganze Zeit angehabt, das Zeug? Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Er ist dumm gemacht. Das ist jetzt schon der zweite Flow, wo ich von dem Spiel finde. Das zweite Problem. Ha. Huh. Dumm. Warum sollte man das so machen? Jetzt kann ich den ganzen Scheißweg wieder rennen. Nicht so cool. Nicht so cool. Naja, bis die Tage wiedersehen.